Zombie Apocalypse. Hallo und herzlich willkommen hier in der Zockerbude. Ich bin der Chris. Weiter geht's mit Project Hospital und unserem Event, was wir hier noch laufen haben. So, jetzt war zwischen der letzten Folge und jetzt ein bisschen Pause für mich. Lass uns einfach mal direkt laufen. Mal gucken, was jetzt hier uns noch, noch so erwartet. Atemversagen, das ist ja auch interessant. Das habe ich auch noch nicht. Eine künstliche Beatmung. Das ist jetzt die Frage, ob die das selber machen. Nicht genug tragen. Notaufnahme. Können wir nachsteuern? Kein Problem. Ja, die Zahlen der Zuschauer knicken zurzeit gerade ein bisschen ein. Hindert mich aber nicht trotzdem hier weiter zu spielen, weil ich es einfach noch mega interessant finde, was hier noch so abgeht. So, hier. Dann benutzt mal mehr tragen. Juhu. Ja, falls ihr mal da irgendwie Tipps habt oder so für mich, was ich hier noch ändern kann, immer gerne mit in die Kommentare. Vielleicht ist es so einfach nicht das richtige Spiel. Wobei eigentlich schon. Ich habe letztens noch einen Kanal gesehen, der hat da auch irgendwie über 1 Million Views drauf gehabt. In der Aufnahme. Ja, dann geht er erstmal dahin. Sind jetzt gerade für abends zu wenig Ärzte da, oder was? Ist in der Notaufnahme. Komm her. So, ich bin mal gespannt, ob sich die muss mal hier kurz gucken, Laparoskopie. Wo gehört denn das hin? Chirurgie. Ja, hat sie noch nicht bekommen. Okay, gut, ich muss mal hier kurz oben gucken. Schon wieder, jetzt mit Herzversagen. Das ist jetzt die Frage, ob die zu dem Event gehört. Wenn ja, wäre das schon schlecht. Dann wäre nämlich das nächste Event schon wieder versaut hier. Und mir ist eingefallen, dass ich doch hier noch jetzt müssen wir kurz gucken, welchen nehmen wir mal raus? Den wir angefangen hatten und nehmen den hier wieder rein. Falls wir das doch noch aus irgendeinem Grund schaffen, ich frage mich, warum ich das da rausgenommen habe. Ja, ich weiß gerade nicht, ob die jetzt dazugehört oder nicht. Wir müssen es einfach laufen lassen. Ich kann jetzt gerade sowieso nichts tun dagegen. Aber warte mal, die kriegt aber auch keine Behandlung gerade. Heißt, ich klappe da jetzt erstmal ein bisschen was rein. Alles, was da ist. Ist da schon drin? Jo. Oder? Anti. Das da, genau. Hypertension ist. Genau, auch drin. Und. In die Arrhythmie gibt es. Beta-Blocker. So, jetzt müssten wir dir eigentlich die Sachen mal ein bisschen unter Kontrolle kriegen. Defibrillation wäre ganz cool. Und eine künstliche Beatmung. Warum haben wir das gerade nicht gesehen? Oh Mann. So, jetzt aber schnell. Ist sowieso schon kritisch, genau. Aufnahme TC. Juhu. So, was ist jetzt hier mit unserem chirurgischen Personal?
Können wir dich noch aufnehmen? Nee. Gehört übrigens auch dazu, fällt mir gerade so. Oh, die, an die kann ich mich, glaube ich, noch erinnern. Oh je. Ja. Genau, die wartet noch. So, chirurgisches Personal. Ich muss jetzt erstmal gucken. Kann ich das hier irgendwo statistisch einsehen, wie ausgelastet das gerade ist? Da bin ich mir gerade nicht sicher. Heißt, wir stellen jetzt erstmal so Leute ein, die hier mal ein bisschen arbeiten können. Na, nicht abhauen. So, erstmal für die Nacht, weil wir jetzt da gerade sind. Könnte tatsächlich ein bisschen zu wenig sein. Wir brauchen ganz viele Stationspfleger, die mir jetzt nämlich gerade... Säuft. Säuft. War es die gleiche? Hab ich, glaube ich, nämlich auch schon mal gehabt. Was saufen die denn immer alle? Das irgendwie zweimal durchgeklickt und dann war es wieder die gleiche Person. So. Okay, wir lassen das jetzt erstmal. Lass uns den einfach nochmal eben über. Das liegt, glaube ich, unten am Labor. Kann das sein? Die auch schon wieder hoffnungslos überlastet sind, richtig? So, du wartest auf ein CT. Vier versteckte Symptome, dabei ist eins ganz schön schlecht. Mindestens eins. So, du sollst eigentlich zum CT. Was ist mit dem CT? Das steht hier und macht nichts. Da steht das zweite und macht auch nichts. Also heißt das, Personal ist überlastet. Heißt, die Notaufnahme hat sehr, sehr viel zu tun gerade. Dann würde ich jetzt tatsächlich... Ich überlege mir gerade, ob ich das kopiere oder per Hand weiter baue. Ich glaube, ich baue das einfach nur per Hand weiter. Ich glaube nämlich... Ah, kein Fundament. Ich glaube, um einen reicht mir das tatsächlich schon. Dann bin ich den Tisch links rein und da nochmal einen hin. Ah, das ist aber das Ärztezimmer. Das ist ja ärgerlich. Wir lassen das Fundament jetzt einfach. Tu so, als wenn da nichts passiert ist. So, und wenn wir hier schon den Platz haben, dann erweitern wir das doch so weit. Und machen von vorne und hinten eine Tür. Stellen die Trage mal vorsichtshalber nach draußen. Entfernen danach eine Wand. Und zwar diese hier. Dann kommt der Essenswagen mal hier runter. Der darf auch eigentlich draußen stehen, oder? War der nicht so? Stehen ja da jetzt mal hin. So, jetzt muss ich diesen Bereitschafts... Na, das war falsch. Den Bereitschaftsraum. So, erstmal die Leute weg. Schwesternzimmer. Einmal ein bisschen erweitern. Dann den Boden noch anpassen. Und jetzt einrichten. Das wiederum kann ich mir kopieren. Da bin ich mir ziemlich sicher. Nein. So. Ah, jetzt hat er die Wand damit reingesetzt. Die Wand können wir nochmal wegnehmen. Die da unten auch. Und jetzt nochmal einen nachsetzen. Der passt da nämlich noch rein. Bloß hier nicht. Warum? Ach, weil da oben noch ein Gerätewagen steht. Alles klar, dann können wir das Essenstablett vielleicht reinstellen, oder? So. Lassen wir das so. Bauen aber alles für diesen einen Platz noch hin auf. Nein. Das hier wieder angeklickt. So. Jetzt Personal. Personal. Einen Platz hätten wir so noch gehabt. Stationäre Behandlung. Ich versuche die immer mit Stationspflege mit zu benutzen. Aber ist das ärgerlich, wenn man die nicht kriegt. Okay, ich beiße jetzt hier einmal einen sauren Apfel und packe mal einen Frühaufsteher da mal rein. So, damit wir mal hier ein bisschen Platz kriegen.
nützt nichts. Ich nehme jetzt auch Frühaufsteher da rein. Das nützt jetzt gerade echt nichts. Es sei denn, es lässt sich ganz vermeiden. Obwohl, ja, egal. Einen nehmen wir noch mit zu. So, jetzt haben wir hier 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13 Stück. Die sollten das doch jetzt eigentlich in der Lage sein hinzukriegen. Es ist immer noch ein verstecktes Symptom. So, was ist ihm jetzt passiert? Das weiß noch keiner. Wir haben noch 10 Minuten Zeit und wir haben nur 60 Patienten geheilt. War nicht gerade 63? Ein Patient ist dabei zu gehen. So, mach doch erstmal das mit dem. Habt ihr das gerade gesehen? Wo will der denn hin? ITS. Wie, ist die jetzt komplett voll oder was? Ja, da ist noch ein freies Bett. Dann ist das Personal überlastet, was? Okay, das sind natürlich noch viele Nachstellarbeiten, die wir hier haben, ne? Jo. Bring mir noch mehr Verletzte. Okay, die haben auch alle Hände voll zu tun. Das ist echt ungünstig. Aber auch das werden wir in den Griff kriegen. Ja, auch wenn du Frühaufsteher bist, ich packe dich da trotzdem erstmal rein, damit ich jetzt gerade mir ein bisschen Luft verschaffen kann. Das zweite, da ist noch ein Platz drin. Bei 8 Leuten müsste das ja wohl klappen jetzt. Okay, das ist jetzt aber eine Sache, die nehme ich auf jeden Fall nicht rein. Boah. So. Brustschmerzen, der kriegt auch nichts. Warum? Schlecht. Ich glaube, ich habe für das Event einfach viel zu viele Tachykardie. Hat er schon drin und Infusion. Gib einfach. Alles rein da. Herzklopfen. Ach, dafür war die Infusion, okay. Ja. Jetzt muss ich mal kurz was gucken, weil der Boden da dreckig ist. Das ist nämlich nicht mit einem Korridor versehen. Warum habe ich hier zwei? Auch gut. So, es ist massiv dreckig da drin. Schaffen schon gar nicht mehr gegen anzuputzen, die Leute. Patient ist dabei zu gehen. Ja, das Labor ist tatsächlich einfach hoffnungslos befüllt.
Das gibt es nicht. Also irgendwie bin ich nicht gut ausgerüstet dafür, dass das hier ständig schief geht. Die alten Proben haben es auch irgendwie versaut. Irgendwie habe ich mich da ein bisschen zu sehr. Ja, tschüss. Ja. Irgendwie habe ich da zu viele Bluttester reingehauen. Sind immer noch 10 Stück, 15 Stück. Ja gut, auch die ungleichmäßige Verteilung macht es natürlich auch noch schwieriger. Aber gut, nützt ja nichts, ne? Kann man ja auch nur daraus lernen. Ärgert mich bloß ein bisschen. Na gut. Oh, wir haben 2000 plus gemacht. Nicht schlecht. Gut, dann müssen wir mal gucken, was wir hier noch so optimieren können. Auf jeden Fall irgendwas mit dem ganzen Dreck müssen wir hier machen. Wir kopieren uns jetzt mal das Reinigungszimmerchen hier. Setzen das mal hier neben die Toilette. Bauen mal eben fix die beiden Türen hier aus. Bauen hier sie ein wieder. So. Und stellen alles voll hier. Gucken uns mal an, ob wir das jetzt damit in den Griff kriegen. Personal. Ja. Wir gucken einfach mal, dass wir das alles vollkriegen hier. Oder so gut wie voll. Hier muss geputzt werden bis zum Anschlag. Ist mir jetzt auch gerade ein bisschen egal, was die für Fähigkeiten haben. Hauptsache ich kriege die Notaufnahme wieder sauber. Egal. So, jetzt haben wir richtig was zum Putzen. Ja, sämtliches Personal geht oder macht Pause direkt. Das ist schön. Jo. Warum kriegt ihr denn keine Operation? Und warum fehlen da so viele? Ups. Ah ja, haben wir alles rein hier. Das auch schon dreimal Koma jetzt drinne stehen. Geht auch mal nachts los, der Apparat hier, wa? So, jetzt haben wir wieder 20 Minuten voll. Wir haben das, jetzt geht auch noch ein Krankenwagen. Das ist ja der Hammer hier. Da ist er schon. Genau. Ich guck mal. Wir spielen wahrscheinlich in der nächsten Folge einfach hier direkt nahtlos dran weiter. Und gucken mal, was wir noch so verbessern können.
und warten auf das nächste Event. Ich denke, das wird sie jetzt nicht so lange auf sich warten lassen. Genau. Lasst mir gerne wieder ein Abo da, Like, Kommentar, irgendwas, was euch dazu gerade einfällt. Und ansonsten, wie immer, Rangehauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.